ÖPNV-Videos. Hallo liebe ÖPNV-Fans, ja, ich melde mich jetzt hier ganz spontan mal bei euch und ja, nicht wundern, warum das hier so leer klingt. Wir sind gerade am Umziehen und wegen meinen Haaren, ja, ich komme aus der Badewanne und ja, da hat mich dann eine Nachricht überrascht, die ja mehr oder weniger schockierend, aber auch dann im Nachhinein so, oha, voll freundlich eigentlich war. Ja, und zwar handelt es sich um das Video Schneechaos bei der BSVG. Ja, das musste ich leider runternehmen, wie man eventuell sehen kann jetzt. ja, warum? Kann ich jetzt einfach sagen, es hat sich ein Straßenbahnfahrer bei mir gemeldet und ja, der wollte dann, dass ich das Video runternehme, aber ja Leute, es ging gar nicht darum, dass er irgendwie in dem Video sogar irgendwie drin zu sehen war oder so, sondern einfach, da es, ja, jetzt kommen bestimmt wieder Leute und regen sich über mich auf, aber ich sag's jetzt so, wie es einfach ist in der Realität. Es gibt einfach in jedem Beruf, ja, scheiß Kollegen und die Sache ist halt die, dass man natürlich nicht möchte, dass irgendwie der Straßenbahnfahrer da irgendwie verpfiffen wird, weil er sonst was für Fehler gemacht hat oder gemacht haben könnte. Ja, von daher habe ich das Video runtergenommen. Ich war ganz freundlich mit dem Straßenbahnfahrer in Kontakt getreten und von daher habe ich da gar kein Problem. Es ist natürlich sehr schade, weil das Video ging immerhin fast 1,5 Stunden und ja, es hat voll die Arbeit gemacht, aber ja, wie soll ich sagen, so wie die Musik spielt, sage ich mal, kommt sie auch wieder zurück und wie gesagt, der Straßenbahnfahrer, der war extrem freundlich, hat das überhaupt gar nicht böse gemeint und in diesem Sinne fand ich das dann auch ganz in Ordnung. Seine Begründung, die ist völlig verständlich so, da hätte ich dann vermutlich genauso reagiert, beziehungsweise vielleicht auch nicht, wenn ich Straßenbahnfahrer wäre. Vielleicht hätte ich darauf nicht so reagiert. Vielleicht hätte ich einfach gewartet, bis dann der Anschiss vom Chef kommt. Und dann hätte ich mich, glaube ich, auch extrem dolle geärgert. Und ja, so fühlt sich das dann halt an. Ne? Also ich hätte auf jeden Fall keine Lust, einen Anschiss vom Chef zu bekommen, weil man sonst was nicht beachtet hat oder so. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind. Es gibt halt immer scheiß Kollegen, sage ich mal. Und ja, da muss man dann halt eben durch. Tut mir sehr leid, nur für euch diese Info, dass es jetzt halt nicht mehr da ist, das Video. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, ich gehe jetzt gleich nochmal raus, nehme ein paar Straßenbahnvideos auf oder auch Busvideos, weiß ich noch gar nicht. Und Leute, mich hat jemand in den Kommentaren gefragt, ob ich ja, zum Thema Busdepot-Video, ob ich das mal mit dem Straßenbahndepot machen kann. Und ja, da sage ich jetzt schon mal, ich habe das einen Tag später direkt aufgenommen. Allerdings bearbeite ich das gerade noch und ja, wird dann auch irgendwann die nächsten Tage kommen. Ja, eins kann ich schon mal sagen, das wird auch da wieder sehr interessant. Ich habe nämlich in dem Video ja mit verschiedenen Straßenbahnfahrern so eine Art Kontakt aufgebaut. Ja, man hat dann die Kamera so hingehalten und hat den dann so gewunken und dann haben sie zurückgewunken oder so. Also es war schon ganz lustig teilweise. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Video oder hören uns vermutlich im nächsten Video, weiß ich noch nicht ganz genau. Ja, habt auf jeden Fall noch einen schönen Montag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!